So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserem Police Simulator. Wir müssen heute nochmal eine Kombi ran. Wir müssen leider heute nochmal was machen. Ich habe leider wegen etwas mitbekommen, am Ende der vorletzten Folge einen flüchtigen Typen gehabt und ich wollte eigentlich nur die. Naja, wie dem auch sei. Gucken wir mal, wann wir einen Unfall kriegen. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Alles klar. So, wir haben die Funkansätze aktiviert. Gucken, ob da noch was passiert heute. Wir checken heute. Also wir müssen eigentlich heute nur ein bisschen Erfahrungspunkte verdienen. Das ist das Wichtigere. Ja, ihr habt es mitbekommen, der Typ in der letzten Folge, der musste sich leider stoppen mit seiner Scheiß, mit der Waffe. Ich wollte da eigentlich, dass er nicht läuft. Aber gut, ist halt so jetzt passiert. Dass er nicht flüchtet so. So. Jetzt warten, bis der einen Platz findet, damit ich da ranfahren kann. Er hat keinen Blinker gesetzt, okay. Gut, dann kontrollieren wir mal kurz den Kollegen, aber. Fahrer fahren ohne Blinker. Ich habe Sie herausgewunken, weil Sie nicht geblinkt haben. Ja, tut mir leid. Ich war in Gedanken. Okay. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So, das riecht Alkohol. Du bist besoffen oder gefahren, Kollege? Alkotest. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Wir müssen ja nochmal quasi. Ja, du bist total Golfers gefahren. Handschön. Betäubungsmittel fahren am Steuer. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Sie sind ein lausiger Kopf. Na und? Du bist besoffen gefahren. Ich habe besoffen. So, Den Führerschaftsversicherung. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. So. Kriegst du. So. Gültig. Gültig und keine Waffen. Das ist mir scheißegal. So. Ich werde jetzt mal kurz gucken, dass ich hier das Auto durchsuche. Fahren wirst du jedenfalls nicht mehr. Hinterkopf? Keine Waffe. Warte mal, er hat was gefunden. Was hat denn er gefunden? Springmesser. Springmesser hat er gefunden. So, check mal hier nochmal schnell. Also Alkoholtest hat er ja falls mit Geldbörse, gut, das ist egal. Ansonsten nichts weiter. Du hast auf jeden Fall nur ein Springmesser. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall noch ein Knöllchen dabei, weil du illegal. Warte mal. Durchsuchen. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, aber machen wir sicher mal. Du hast ein Springmesser, sogar zwei. Fahrer? Nee, brauchen wir nicht. Jedenfalls würde ich dich gerne verhaften, weil du zwei Waffen hast. Unterschuss bestrafen. Fahren. Ja, Fahrzeug kann ich nicht machen, bitte mal. Denk, ich verhafte dich. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, tschüss. So, das Auto werden wir direkt mit abschleppen hier, weil der muss ja weg.
Wenn der Person weg, wenn die Person weg ist. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Kommt. So, das heißt, ich habe das Auto jetzt mich gekümmert, werde den Typen jetzt festnehmen lassen. Hört sich ein bisschen anders an die Fahrt. So, die Kollegen werden sich jetzt hoffentlich um den Typen kümmern. Und der Abschlepper holt sich kurz das SUV. Ich hoffe, dass er jetzt gleich wegfährt. Ja, er hat nämlich Waffen dabei. Er hat zwei Springmesser dabei. Einer, also eins an sich und eins im Auto. Und ja genau, jetzt holte sich der Abschlepper kurz das SUV noch schnell. Bye bye! War mir schon wieder nicht ganz okay. Das nur, weil er eigentlich keinen Blinker gesetzt hat. Da war. Muss er, wird er abgeschleppt. Gut, schade. Eigentlich würde ich jetzt gerne. Sag mal, warum funktioniert jetzt eigentlich mit dem Gefangenentransport nicht? Du stehst jetzt immer noch der Blöde in der Gegend rum, ja? Naja, ist halt so. Scheiß drauf. Erledigt jedenfalls die Aktion. So. Da ist doch was mit qualmendem Motor. So, bist du jetzt auch schon an der Seite ran? Hast du die Tür? So, ich würde dich gerne mal kurz kontrollieren, mein Freund. Ja, genau, stell dich voll in die Bushaltestelle. Ach, mein Freund. Kann man ja mal gucken. Du hast ein bisschen sehr qualmenden Motor. Fahrer. Fahrzeug in erster Linie mal. Der Qualm. Ich muss Sie festhalten, da Ihr Wagen übermäßig raucht. Ich habe mein Auto pimpen lassen, Officer. Bitte was? Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. So, was haben wir denn hier? Okay. Ich darf auf der noch keine Waffe nehmen. Warte mal. Maxeo 20X472, warte mal. Ich check mal gerade kurz das Auto. Okay, das wäre passend dazu. Da müssen wir nämlich auch noch drauf achten, dass wir dass die Versicherungen zu dem Auto passen. So. Fakt ist, dass wir auf jeden Fall erstmal das Fahrzeug bestrafen. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 300 und 400 Dollar wegen eines übermäßig qualmenden Auspuffs belegen. Warum ist das so teuer? Darum, Umweltverschmutzung und so. So, ich würde dich steigen. Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Der hat bestimmt irgendwas am Stecken. Du fährst mit dem Rucksack, Auto? Ansprechen, warte mal. Machen wir mal Durchsuchung. Nehmen Sie bitte langsam die Hände. Ich werde Sie durchsuchen. Marihuana! Warte mal. Du hast bestimmt irgendwas gemacht. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss waren. Er hat auf jeden Fall was dabei. Ja, bist du. So, kriegst du noch einen Alkohol dabei? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nee, hat er nicht. Aber jetzt war Rihuna dabei. Also kann er Handschellen anlegen, Betäubungsmittel am Steuer, Drogen. Marihuana hat er auf jeden Fall dabei. Am Steuer. Ich muss Sie festnehmen wegen des Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Officer? Hallo. So, ergo werde ich dich jetzt definitiv noch bestrafen. Warte mal,
Warte mal, kann ich die noch bestrafen, die Person? Versuche ich bestrafen? Fahrer? Okay, das kann ich jetzt nicht. Gut, ich werde mal dein Auto kurz durchsuchen. Er darf keine Waffen mitnehmen, ne? Ansonsten bist du der Nächste, gleich eingebuchtet wird. So. So. Gucken wir mal nach. Das ist ja ein Fünftürer, das heißt, wir müssen natürlich alles kontrollieren. Nur Münzen. Hat der Führer das Ding ist noch gültig? Ja, ist auch noch Februar. Ich wollte eigentlich die hintere Tür durchsuchen. Genau. Nichts. Alles klar. Gut. Jedenfalls wirst du trotzdem wegen... Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Gut. Damit ist das Thema gegessen. Du wirst mich doch festgenommen und das Auto wird abgeschleppt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. So. Ich würde dich ja... So, ich muss mal hier gerade ein bisschen auflösen. Ja gut, der Abschleppwagen kommt nicht durch. Der Dings kommt nicht durch, ne? Gut, ich bleib mal kurz bei dem Auto mit dabei, weil in erster Linie muss der Typ festgenommen werden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ich stehe natürlich jetzt voll an der Bushaltestelle. Und ist der Abschlepper schon. Also wie gesagt, der ist ja unter Drogen. Also, er hat ja Marihuana konsumieren und auch mit dabei. Das heißt, der kriegt auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall schon mal, aber nicht was auf dem Deckel. So, ich hoffe, dass er jetzt. Wir sind gleich durch mit der Schicht. Aber kannst du nicht mal weiterfahren, Kollege? Du fährst sowieso weiter. Okay. Dann kann der Abschlepper schon mal durch. Ja, der wird sich nämlich das Auto kümmern. Und ich hoffe, dass der jetzt mal. Dass der jetzt hier quasi eingefärscht wird, wie auch immer. Hey. So, du gehst nur durch, alles klar. Warte mal, kann ich dich zurückgrüßen? Ich will dich zurückgrüßen. Hallo, Bürger. Hallo, Bürger. Okay, schau mal nicht. Gut, wie auch immer. Ist ein Unfall passiert? Wo ist denn der Unfall passiert? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ach, da vorne. Oh Gott. Ist es nur ein Mensch. Eieieiei. Gut, dann nehmen wir das mal mit. Sogar zwei. Ich habe hier eine verletzte Person. Rettungswagen erwähnt. Ich würde dich gerne... Darf ich nicht sprechen? Nee. Ich mache jetzt mal hier kurz eine Unfallzeugung. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Okay. Machen wir mal Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Ja, der wird jetzt sicher natürlich jetzt. Gut, dann machen wir mal auf dem Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, Doc. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Negativ. Alles negativ. Machen wir mal durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen.
2 Kopfhörer, Notizbuch, Schlüssel und etwas Plastik. Alles klar. Ist soweit okay? Ihre Schicht ist um, Officer. Ah, okay. Und darf ich hier... Ich würde gerne die zweite Person auch noch mitnehmen. Ja, der jetzt... Fährt er zum Kranken? Kommt die jetzt nochmal ran, oder was? Ja, die kommt jetzt nochmal angedackelt. Du sollst mich die zweite auch noch mitnehmen. Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Es tut weh, aber... Es geht schon. Okay, gut. Können Sie selbst gehen? Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Ja, ich kann aufstehen. Ich komme mit. Ja, nicht eigentlich gefühlt. Oh, der wird jetzt ein bisschen humpeln. Ist der jetzt hinten drauf gefahren? Der ist gar nicht. Eigentlich ist gar nichts am Auto dran. So, das heißt, ich werde jetzt den Bericht geben. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Vollständig scheint er nicht zu sein. Passiert. So. Theoretisch, ja, du hast einen Behindertenwagen gefahren, aber ich kann nicht laufen. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Du kannst jetzt mit deiner Karre weiterfahren. Der Unfall des Berichts ist geschrieben. Und wir machen jetzt Feierabend. Hier steht immer noch die Typen rum. Hatte. So. Ab zurück zur Polizeiwache. Wir machen Feierabend. Achso, ich muss ja... Ist mir gerade egal. Ich hab Feierabend. Aua! Scheiße, ich hab die Kurve viel zu eng genommen. Mach mal kurz eben zurück zur Polizeiwache, die müsste ja links sein irgendwo. Kann ich da jetzt irgendwo auf dem Parkplatz drauf? Ja. So, Chef steht hier. Darf hier. Gut. Dann machen wir kurz Feierabend für heute. Und nehmen uns die Erfahrungspunkte mit. Ich muss als mal gucken. Als Streifenpolizist ist man immer im Dienst. Hier sind wir. Okay. Kann ich hier irgendwo mich hinsetzen? Oder mein Dienst? Hallo? Entschuldigung. Ich will eigentlich keiner mit. Darf ich hier nicht hin? Warum darf ich hier nicht hin? Wo muss ich hin? Sie spenden. Hier. Ist alles richtig. So, einmal kurz Passwort eingeben. Was haben wir denn überhaupt? Naja. Verhaltenspunkte minus 5. Warum auch immer. Unfall. Jedenfalls haben wir die Aufgabe geschafft. Was haben wir denn? Notlichter. Okay. Und eine Taschenlampe. Cool. 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 Was habe ich denn überhaupt falsch gemacht bei dem Unfall? Ich weiß überhaupt nicht. Ausweiskontrolle. Ja, ich weiß, dass ich keine Ausweiskontrolle habe. Der hat mir auch nichts gesagt, der Typ. Oh, das war das andere, ne? Ja, ich darf doch trotzdem nicht suchen. Okay. Gut. Dann aber. Ja, ist halt so. Passiert. Gut. Wir machen jetzt gleich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, ob wir noch weiter haben. Wir haben noch, brauchen noch 4 Sterne und dann gucken wir mal, ob wir dann ein neues Viertel freigeschaltet bekommen. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann wieder. Tschüssi!